Christian Marsen, Mai 2008. Was hast du aktuell im Angebot? Jetzt sehr ein spannender Vorschlag eigentlich. Heute werden wir einfach ganz schnussige, kleine, blaue Fäschen. Und die kann man herrlich sommerlich gestalten. Das gibt einen spannenden Tischarrangements-Vorschlag. Kannst du uns das mal vormachen, wie du die konstruierst? Ja, es geht mir, ich muss verschiedene Sachen zusammensuchen und dann zeige ich es. Zeige ich es euch, ja. Was hast du jetzt da genommen? Also hier sind Campanula, das ist ein typischer Sommerflor. Das ist, blüht normal vor allem Mai, Anfang Juli. Und als zweite haben wir jetzt einen Schneeball. Die kommt im gleichen Art, blüht auch Mai, Anfang Juli. Das ist Alchemilla, ist in der gleichen Farbe, auch so Mai-Grün, auch von der Jahreszeit hier Frühsommer. Und als Abschluss gibt es eben noch etwas Edels drin. Eine zart rosa Rose, die ist ganz zum Blau aufwertet. Jetzt haben wir die blaue Weißen. Als Tischarrangement sind die ganz herrlich zu kombinieren. Man kann da eine Reihe daraus machen. Jetzt kann man links und rechts ganz leicht vorstellen. Links kommen Teller mit einem geschreckten Messer. Die andere Lösung, wir machen es einfach das Quadrat daraus. Ich kann wieder einzeln füllen. Jetzt habe ich das Messer zum Einschneiden. Jetzt setzen wir mal so halb graf, ich stelle das mal auf. Die Gestaltungsart, die ich jetzt zeige, ist sehr ungezwungen, fast ein bisschen so ein Brise Frühsommer. Wie wird es nachher geliefert? Kann man es verpacken, mit der Post schicken oder kann es nur den Chauffeur bringen? Also Post schicken ist fast unmöglich. Wir würden es einfach in einen Karton liefern. Sie können die einfach hinausnehmen und selber auf dem Tisch lang oder kompakt einfach aufstellen. Jetzt haben wir etwas, was in der Tiefe drin geht. Es geht einfach ein bisschen flacher, dass man ziehen zum Gläschen sucht. Das ist jetzt ganz klar eine runde Form. Jetzt kommt das edle Teil drin. Wie Sie sehen, es braucht gar nicht viel Geschick. Es kommt gerade immer, kommt es nicht nur einmal eingelesen, mit eingelesen, ohne Blumen. Was zu viel ist, dann klettern nehmen wir weg, dass man die Gläser gut sieht. Ganz etwas Leichtes, wie Schleierkraut. Das sind auch für Mila. So, jetzt kommt die letzte noch, die Wendel. Das sind auch sehr wenig Handgriffe. Sehr schlichte, sommerliche Tischgestaltung gemacht. Jetzt haben wir es hier nochmals leicht kompakt.
Jetzt kann ich das Ganze auch drehen, das wird einfach schmaler gestaltet und raus vorne. Das ist jetzt die Möglichkeit, die ich jetzt habe mit dem Art von Tischladen. Ja, es sieht schön aus, sehr sommerlich. Merci vielmals. Bitte. Merci.